Du musst es immer so sehen. Ich kann von meinem Schönheitsschlaf immer noch profitieren. Also noch. Dauert nicht mehr lange, dann ist es nicht mehr so, aber noch kann ich davon profitieren. Achso, wieso ich dich heute Morgen mit dem Lego wegen Lego-Spiel angesprochen habe. Da hätte ich schon wieder einen Ja. neuen Vorschlag für eine neue Serie. Schon wieder? Ich habe Okay. zu Klingt nicht viele. verbegeistert. Doch, eigentlich schon. Können wir mal Folgendes machen. Pass auf. Ich arbeite jetzt ziemlich mit To-Do-Listen. Kannst du mir mal sagen, was dein erster Vorschlag nochmal war? Dazu musste ich jetzt kurz mal in meine Steam-Bibliothek gehen. Na, dein erster Vorschlag war. Oh Gott. Wie heißt dieses Free-to-Play-Spiel nochmal? Warframe. World of Nein. Tanks. Nein, nicht Warframe. World of Nein, auch Warplanes. nicht. Auch aus Planet Side War Thunder 2. habe ich schon gemacht. Planet Side 2. Genau, Ist es richtig. bloß. So, Planet und Side 2 was kann ich dir wie. sagen, das ist bloß gut, wenn du in einer Gruppe mit TeamSpeak zusammenspielst, sonst kannst du das vergessen. Meinte, wo ich drinne bin. Ich weiß. Und wenn ich Planet Side 2 tatsächlich verwirkliche, inklusive Logos und etc. pp., die damit zu tun haben, dann natürlich schon, wenn ich mit entsprechenden Leuten zusammenspielen würde. Dann kämen auch die ganzen Logos rein von den ganzen Leuten, die welche haben, sage ich mal. Und so Geschichten und ja. Was wäre denn jetzt heute dein zweiter Vorschlag? Lego The Hobbit. Lego der Hobbit. Das ist etwas, was ich mir ehrlich gesagt sogar schon mal überlegt habe. Ich hätte mir ehrlich gesagt sogar schon überlegt, ja, nee, das ist so, das ist wirklich so. Ich habe sogar meine Frau zusammen Lego Batman war es, glaube ich. Ja, Lego Batman war es, glaube ich, gespielt. War auch, ja, so ein Mix aus witzig und spaßig Ja. einfach. Das war, ja. Das Grafikerlebnis bei Lego The Hobbit ist so hammergeil. Also ich finde, die besten Teile waren immer noch Lego, Star Wars, die komplette Saga. Also auch Ja, habe ich eigentlich auch Star noch. Wars, weil ich weiß nicht, bei den neuen Spielen, da ist es oft so, dass es viel zu abgegrenzt ist. Ich meine, zum Beispiel, das letzte, was ich gespielt habe, war Lego The Clone Wars. Das war schon eigentlich übertrieben geil, was du da machen konntest. Aber wenn du die Serie komplett gesehen hast, du hättest aus jeder verkackten Folge ein Level machen können. Und da waren dann einfach mal pro irgendwie Staffel, waren da dann irgendwie gefühlt sechs Level. Und du denkst dir so, okay, das ist jetzt nicht so. Die Quantität hat, finde ich, nicht gestimmt. So, dann machen wir hier oben auf jeden Fall dicht, beziehungsweise ich brauche ein paar Sachen. Ja, nö, die schreibe ich auf jeden Fall an und dann gucken wir mal, dass wir das ASAP verwirklichen können. Planet Side 2 weiß ich nicht. Also, wenn du einen Hab Clan ich. hast, mit dem, ja, dann habe ich da noch weniger Probleme mit. Achso, ist jetzt meine offene und ehrliche Meinung. Warte mal ganz kurz. Ich brauche Was kann ich noch einen vorschlagen? Shooter. Meerrettich. Meerrettich? Nee, ich hasse Meerrettich. Meine Frau isst das unheimlich gerne, aber ich hasse Meerrettich. Meerrettich. Das ist das Ekelhafteste auf der Welt. Meerrettich. Ja. Meerrettich. Ja. Nein, nichts mehr Meerrettich. Rettich. Gibt keinen Ich gebe dir Meerrettich-Simulator, gleich mehr also. Rettich. Mehr Rettich-Simulator? Ja, Gibt. nee, ist klar. Obwohl, könnten sie eigentlich machen, nachdem es den Brot-Simulator ja gab. Ehrlich? Ja, es gibt ein Pro. Hast du davon noch nicht gehört? Nein. Hallo? Nein, echt jetzt Nee. nicht? Oh. Wow, das ist viele Spiele in deiner Alles-Spiele-Liste. Der Brotsimulator.
Empire Total War habe ich leider nicht. Was? Oh, Middle of Shadow of Mordor. Das hätte ich auch mal gerne. Ah, das ist nicht so gut. Firefall also, hole ich mir irgendwann vielleicht nochmal. Das würde ich so jetzt also, nicht unterschreiben, ich hab's, Felix. Ich hab's wirklich gespielt. Und mir, also hier, das Shadows of Mordor, aber ja. Das Problem war halt einfach, es war mir, finde ich, wesentlich zu einfach. Viel, viel, viel zu einfach. Du hast, sobald du eine einfache Taktik raus hattest und wenn du dir einigermaßen durchgelesen hast, was deine Gegner drauf haben und was nicht, dann hast du die so schnell auseinandergenommen, dass, ja. So, dann habe ich jetzt direkt nochmal einen Vorschlag. Ich schaue mal, ich weiß nicht, magst du Firefall? Boah, ich war da auf der Gamescom, als es vorgestellt wurde. Das war so eine Kackpresse. Firefall habe ich sogar einige Let's Play-Folgen. Firefall ist gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich mir das auch mal wiederholen und dann könnten wir das auch zusammenzocken. Ich habe auch nicht gesagt, dass das Spiel schlecht ist. Ich habe bloß gesagt, dass die Präsentation auf der Gamescom scheiße war. Also die war wirklich scheiße. Warte mal, Gissel. Du, ich will auch nicht sagen, dass du jetzt irgendwie da so einen Kernpunkt getroffen hast. Ich muss nur einfach sagen, dass es einfach, du, ich habe das jetzt echt schon seit 2 Monaten nicht mehr gespielt oder so. Aber, ja, da merkt man die Stalker. Okay. Da merkt man die Stalker, die dich überwachen. Wie lange du was noch nicht mehr gespielt hast hier? Nee, ja, ich habe ein Jahr nicht mehr gezockt. Ach so. Okay, hier können wir bald Luft reinlassen sogar. Wenn wir hier die Hangartore noch zumachen, können wir hier bald Luft reinlassen. Okay, deshalb leck ich hier so, alter Vater. Was denn? Also, unsere Industrie geht voran. Jetzt. Achso, ich dachte schon, Alter, komm mir nicht mit den Scheiben. Die Scheiben, die sind legitim, die sehen gut aus und machen Penis und also wenn hier nicht so viele Raffinerien und was auch immer würde, ist sogar ein bisschen flüssiger bei mir laufen, aber egal. Damit klar. Genau, komm damit klar, sonst dir mein Junge. So, ich guck mal weiter deine Steam-Liste durch. Ja. Echt jetzt? Du hast gestern gesagt, du bist ein Payday 2 Richtig. Spieler, ne? Und da habe ich auch mal eine Zeit lang Let's Play von gemacht. Payday 2. Problem könnte sein, ich habe mir die DLCs nicht gekauft. Ah, Payday 2 ist irgendwann. Ich auch nicht. Payday 2, ich habe verdammt lange Payday 2 gespielt und es wird einfach irgendwann verdammt eintönig. Ja. Finde ich. Es ist. Aber warum? Sagst du mir warum? Warum es eintönig wird? Warum wird es eintönig? Zum einen, weil sehr, sehr, sehr viel Level-Recycling ist. Es manche Spielmechaniken nicht, die eigentlich sehr sinnvoll wären. Zum Beispiel, du musst Leute immer umbringen. Warum können die nicht so Chlorophyll einführen? Du gehst hinter denen im Nahkampf, hebst es denen das Tuch voll im Mund und die Typen werden ohnmächtig. Du musst die nicht immer alle einfach abballern. Doch, Morden ja, muss sein. Ja, und dann die Reinigungskosten bei den Zivilisten. Ich meine, okay, das haben sie als Balancing reingefügt, dass nicht alle Leute immer nonstop die Zivilisten killen, was aber jeder trotzdem macht, weil in den größeren Aufträgen man sich einfach sagt, doch, scheiß auf die paar hunderttausend, ich kriege ein paar Millionen. Ich hab's einfach bis zum Umfallen gezockt und als dann der Hoxton Auftrag rauskam vor kurzer Zeit, da war es dann für mich vorbei, weil du hast bei dem Ding einfach mal so hast einfach mit dem Auftrag irgendwie dreimal so viel EP gekriegt, wie wenn du einen Schattenraub komplett durchgezogen hast. Und mir war das dann einfach zu dumm, weil dann alle Leute bloß noch Hoxton Breakout gesuchtet haben, um hochzuleveln. Das hat für mich dann voll kaputt gemacht. Okay. Ja, so wusste ich das jetzt auch nicht. Ja, du,
Ich weiß nicht, ich fand Payday 2 eigentlich echt nicht schlecht. Das hat mir übertrieben Spaß gemacht. Muss aber auch ehrlich gesagt sagen, da würde ich eher noch Firefall eine Chance geben. Weil Firefall beispielsweise fand ich unheimlich interessant. Hast du Dings gespielt? Wie heißt denn das nochmal? Jetzt wird's leicht critical. Das mit den ganzen Quests und Illuminati und so weiter und so fort. Ja, Secret World, nein, genau. Nein, nicht gespielt. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, warum bin ich tot, Name verdammt. Weil du es gespielt hast? Weil du es dir mal angeschaut hast? Nein, ich glaube, das war in Steam mehrmals vorne drauf, auf der. Da auf diesem. Bei Secret World dachte ich anfangs erst, wow, wie geil! Nein. So, warte mal ganz kurz. Die Stapel nehme ich hin, das Werkzeug nicht. Bei Secret World dachte ich erst, ey, wie geil! Nee! Und dann habe ich gesehen, ja gut, die machen ihr Prinzip, setzen sie fort, das ist gar kein Thema, aber es kommt nicht ganz so gut bei den Spielern an. Das war der nächste Knackpunkt. Felix? Ja. Du wolltest was zu Secret World sagen. Achso, du hast gar nicht gesagt, ich hab's nicht gezockt. Ich hab's bloß mal, es war bloß verdammt oft in der Steam, in irgendwie bei, wenn du bei Steam guckst, da in diesen Empfehlungen drin. Hast du Dings gespielt? Dieses eine Zombie-Spiel, verdammte Axt. Warum entfallen mir immer alle Namen? Nein. Wie heißt Seven Days to Die? Was? Nein. Wie heißt das Drecksding nochmal, verdammt? Du spielst. Mit einem Charakter kannst du die Charaktere aussuchen aufgrund deiner Kolonie. Es ist ähnlich wie The Walking Dead, das heißt, du kannst auch, wenn du selbst Scheiße spielst, Leute aus deiner Gruppe verlieren. Ich weiß, welches Spiel du meinst, es ist so, beim Erkunden ist es so Top-Down-Echtzeitstrategie und beim Kampf wird es zum Rundenstrategie. So, da bin ich auch wieder. Und, Wirbel. Rundenstrategie? Nein, Kampf eigentlich nicht. Ja. Eigentlich ist es Um was geht's? Nein. Okay, dann nicht. Dann war es was anderes. Ich überlege gerade nach einem Spiel. Ich habe es Let's Played, aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Napoleon grade. Total War? Nein, es sei denn in Napoleon Total... Es sei denn in Napoleon Total War kämen Zombies vor. Left 4 Dead. Echt jetzt? Gott, wie heißt das? Zombie. Ich guck einfach auf deinen Kanal. Vor kurzem kam erst... Nein, guck einfach auf Game Together. Da kam vor kurzem erst von zu der Special Sondert Penis Edition oder so kam der erste Test. Ist noch gar nicht so lange her. Verdammt, wie heißt es? Ich dreh durch. The Order. Nein. Portal War Attila. Es hat Nein. Es ist ein Zombie-Survival-Spiel, wo du eine Gruppe steuerst. Mad Max. Ja. Nein. Echt jetzt? Dein Ernst? Alter, wie ist denn echt Internet? Ich guck einfach unter Let's Play. Okay? Nein. Da kannst du nicht gucken. Da bringt es dir nichts, weil da dazu kein Let's Play veröffentlicht wurde. Unter was denn? Also nicht zu dieser Version. Videotest. Guck mal unter Reviews. Reviews. The Reviews. Specials.
Meerrettich-Edition. Was? Ja, guck halt mal. Meerrettich-Edition, ja. So ähnlich. Mega Blocks, Let's Play Borderlands.